Grüß euch, liebe Wintersportfans. Ja, heute bin ich in Kärnten und zwar im Fanclubhaus vom dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer. Hi Mottl. Servus. Danke, dass du Zeit nimmst für unseren Podcast. Geil. Wie geht's dir? Du, mir geht's sehr gut. Wir sind ja in der Adventszeit, ein bisschen eine Ruhe eingekehrt sozusagen nach den letzten Rennen, wo ich Sommer war in Gröden. Und ja, schön, dass wir uns treffen. Du hast gerade gesagt, Gröden. Was machst du jetzt genau? Also du warst in Gröden, habe ich auch im Fernsehen gesehen. Was ist jetzt der Aufgabe beim ÖSV? Nein, in Gröden, was hast du da? Genau, also in Gröden explizit war ich jetzt mit der Weltcup-Mannschaft unterwegs. Ich habe dort mit den Athleten die Strecken besichtigt, bin auf der Strecke gestanden, habe Infos gegeben. Ja, wir haben Videoanalysen gemacht, die Strecken uns genau angeschaut, Schneeverhältnisse genau angeschaut und ja, so probiert, das Beste fürs Rennen rauszuholen. Und ja, der Super-G ist ganz gut gelungen, in der Abfahrt hätte man natürlich noch ein bisschen besser sein können. Also machst du dann auch mit den Athleten, wie du gesagt hast, Lauf besichtigen, auch nachher ein Video, wo du dazu sitzt zum Trainer, oder machst du es dann allein mit denen, oder wie läuft das? Es ist ganz unterschiedlich, wie halten wir das eigentlich relativ locker, muss ich sagen. Wenn ein Athlet kommt und sagt, bitte zeig du mir heute einmal was, dann mache ich das. Und sonst dann, oft sind es auch die Trainer, die halt sagen, wie siehst du das oder das. Und so probieren wir das Ganze einfach auf einem hohen Niveau gut weiterzuentwickeln. Ja, da wird ja vermutlich jeder kommen. Zu dir nehme ich mich an, weil... Auch wenn die Trainer schon sagen, oder? Also ich habe mit jedem einen sehr guten Draht. Und es ist die Athleten sind voll offen für das. Und denen taugt es auch, dass ich da mit dabei bin und meine Tipps gebe. Und ja, auch in den Trainer, es kommt sehr gut an. Und ich war aber nicht nur beim Weltcup unterwegs, sondern ich war auch mit den Nachwuchsgaragen unterwegs. Da ein bisschen raufgeschaut. Und bin im Europacup dann auch und so ist es eigentlich ganz eine interessante Aufgabe für mich. Also nicht nur Weltcup, sondern auch schaust du auf den Nachwuchs. Warst du auch schon unterwegs jetzt mit denen her irgendwo? Genau, da waren wir mal Training. Im Zillertal haben wir trainiert. Abfahrtstraining. Bin da jetzt eigentlich relativ neu in den Ganzen. Muss man da erst einmal einen Überblick schaffen, wie die Athleten das so nehmen, wie das allgemein, wo trainiert wird, wie trainiert wird. Und dann waren wir auch noch, FIS-Rennen war ich auch noch mit und war ganz eine interessante Geschichte. Ja. Wie ist das eigentlich von den Trainern her? Nehmen die die nachher auch als Konkurrent da? Oder senkt die den Rennen als Berater und als Mehrwert für die Mannschaft? Oder gibt es dann auch Leute, die sie denken, wow, jetzt kommt der daher so auf die Art und. Du weißt ja, ich kann in die Köpfe von den Leuten nicht reinschauen. Ich weiß nicht, was genau gedacht wird, aber grundsätzlich wird sehr gut angenommen, das ist ganz klar. Und. Es war schon anfangs, wie wir es im Frühling ja schon, ist die Idee geboren und da haben wir gesagt, mit dem Marco Pfeiffer eben, der da voll motiviert ist und voll dahinter steht, was wir da tun können und wie wir das tun können. Und wir sind anfangs schon ein bisschen auf Gegenwind gestoßen. Mhm. Es war von ein paar Seiten bei schon. Bei Trainer oder bei? Bei Trainer, ja, weil wir es ein bisschen veröffentlicht haben und dann, oder weil wir gesagt haben, so ist unser Plan und das wollen wir machen. Und es war, sagen wir mal, die letzten eineinhalb Monate war so ein bisschen eine Bewährungsaufgabe, gell, das Ganze eben gut einzuführen. Und es hat gut geklappt. Und das, also die Befürchtungen, was so waren, die sind bis jetzt einmal nicht eingetreten. Ja, aber der von Brunner Sepp werden die nicht immer sein. Dann können sie aber gut hin. Oder waren von dem dagegen Wind? Mit dem Sepp kann ich natürlich sehr gut. Aber der Sepp ist natürlich ein gestandener Trainer, der kennt sich aus, der weiß, wie es läuft. Und muss jetzt auch schauen, wenn ich da jetzt auch mit bin, ich habe natürlich eine mediale Wirksamkeit da. Ja. Und dass ich natürlich durch mein mediales Wirken sozusagen nicht die Trainer unter grob oder was, sondern die Trainer leisten wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Das haben sie die letzten Jahre schon bewiesen und das darf natürlich auf keinen Fall sein. Aber ich finde es ja rein eigentlich einmal, Gott sei Dank macht der ÖSV einmal das, dass ein Läufer, der was aufhört, einbindet mit als Mehrwert für die Sportler. Gegen andere Sportarten ist das eigentlich gar nicht okay, wie Fußball, Tennis überall, also von dem her ist das schon richtig eine coole Geschichte. Aber war die Idee dann von dir, dass du explizit gegangen bist zum Pfeiffer, hey, mir tat das taugen? Oder ist er zu dir gekommen, Mottl, können wir was machen, hilfst du uns, oder wie war das? Also wir haben uns zufällig bei einem Event getroffen, sind da ein bisschen ins Ratschen gekommen und der Marco sagt dann aus dem Nichts aus, du, wie schaut's aus, fahr ein paar Mal mit,
erzähl den Jungen oder gib es ihnen ein bisschen was weiter bei der Streckenbesichtigung. Wir brauchen die da, wir brauchen ein bisschen Erfahrung von einem Athleten drinnen, der das an die Jungen weitergibt. Und ich habe zu Marco nicht irgendwie gleich zugesagt. Ich habe mir gesagt, ich lasse das jetzt einmal ein paar Tage ein bisschen sacken und überlegen wir, wie wir es am besten tun können. Und dann habe ich Marco angerufen und habe gesagt, du bitte, setzen wir uns noch einmal zusammen, dass wir die Idee ein bisschen weiterentwickeln und ich wäre grundsätzlich dabei und ja, so ist es jetzt. Was das, wie du aktiv warst, auch schon da, dass du ein paar Jungen da und bei der Besichtigung hast, nicht mehr mitgenommen hast. Die Linie ein kleiner Opfer, das ist ja da, glaube ich, um und auf, oder? Wenn du einen hast, der was du sagst, wo du fährst, weil sonst bist du echt einmal, brauchst du fast ein Navi bei einer Abfahrt. War das dann schon, wie du gefahren bist noch letztes Jahr? War schon, war auf jeden Fall der Fall. Also die, die es gefragt haben, denen habe ich immer einen Tipp gegeben. Habe immer probiert, das Beste rauszuholen, sage ich mal, dass man sauber Ski fährt, dass man natürlich auch die schnellste Linie hat. Es ist jeder ein bisschen anders, das habe ich schon gemerkt, jedem gibt man ein bisschen andere Tipps. Und es hat auch schon recht gut funktioniert. Weil mit Blecki habe ich auch schon einen Podcast gemacht und der hat gesagt, den hast du eigentlich, das hat einem Mutz geholfen, dass du ihn da mitgenommen hast auf die verschiedensten Abfahrten. Eben, das war in Pfeiffer-Marco ein bisschen sein Hauptgrund, dass man zum Beispiel in Marco Schwarz da wirklich unterstützt, weil der möchte wirklich auf den Gesamt-Weltcup hingehen, hat beste Chancen, so wie er zurzeit fährt, das ist unglaublich. Und wenn man denkt, da war das erste Mal in Grün bei der Abfahrt und ist dort, ich glaube, nein, da ist er waren am Samstag. Ist ein unglaubliches Ergebnis vom Super-G im fünften Platz, braucht man gar nicht reden. Ist gewaltig, wie der sich da in den Speed-Disziplinen eine lebt. Er hat da, glaubst du, einfach die Gabe im Speed, weil im Speed ist es echt nicht einfach, dass man kommt und man ist gleich schnell. Du warst auch sehr jung, gleich schon sehr gut, aber das ist schon eine spezielle Gabe, oder? Und natürlich der Mehrwert vielleicht mit dir nachher auch. Der Marco hat so ein ruhiges Arbeiten ganz überlegt. Er ist, er ist im Konditraining extrem konsequent. Gell? Und wenn man ihn was sagt jetzt auf der Piste, er weiß genau, wie man das umsetzt, er weiß genau, wie man es tut. Und das ist schon, schon eine spezielle Gabe, würde ich schon sagen. Gell? Wenn wir jetzt einmal Grün hernehmen, das war das der erste Rennen, wo du als Betreuer, sagen wir mal, der Berater dabei warst, dann ist dann der Vincent Super-G. Wie war das dann auch für dich einmal in der Mannschaft dabei zu sein? Nicht als Athlet, sondern als Betreuer. Wie war das? Von Emotionen her, also, was ist das dann auch, dass du denkst, boah, geil, jetzt haben wir da gleich gewonnen mal mir als Mannschaft? Oder ist das doch Gott sei Dank nach der Abfahrt? Ist sehr gut, wenn man jetzt einmal was reißt. Ja, die Abfahrt in Krön, wir haben es gewusst, die letzten Jahre, es war schon immer schwierig. Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie man teilweise so viel Zeit verlieren kann in Stickeln, wo gar nicht viel drinnen ist, wo man es nicht so sieht. Und der Super-G war natürlich sensationell. Gell? Der Vincent gewonnen, der Hemi Zweiter. Genau so war es. Ja. Und gerade der Hemi hat mir noch gesagt, nach dem Rennen, boah, der Info habe ich noch gebraucht, dann ist es richtig dahingegangen mit mir. Und es ist schon. Du stehst bei der Seite und du freust dich richtig mit. Also es ist anders wie als Rennläufer. Man ist halt nicht mehr in den fokussierten Rennlauftunnel drinnen, aber man sieht den Athleten, der da drinnen umarschwirrt in sein jetzt will ich es reisen und jetzt will ich es machen und was. Und wenn man noch am Ende bei der Siegerehrung dabei ist und die Burschen gewinnen das Rennen, dann ist es eine richtige Freude, ja. Und eine coole Bestätigung, oder? Wenn der Hemi dann auch sagt, das hat mir richtig geholfen, nochmal, was du ihm gesagt hast. Ist eine super Bestätigung, ja. Ja. Also ja, schon richtig cool. Und wie war das? Hast du dann gedacht, bah, oder bei der Besichtigung, schon bei den Trainings, tat ich gern selber auch noch anfahren nochmal? Als Rennläufer? Bin ja ein paar Mal gefragt worden, das Ganze. Aber ich habe irgendwie nicht so den Drang dazu. Ich habe damit wirklich abgeschlossen. Ich bin da voll zufrieden und das passt mir gut so. Wie ist auch wieder die anderen, die ganzen Konkurrenten oder auch Freunde vom ganzen Zirkus, ist auch cool, oder wenn man trifft, wie ist das so? Es ist schon was Spezielles, das muss ich schon sagen. Man sieht es einfach von ganz anderen Seiten und zum Beispiel war mein Ex-Trainer, der war bei dir Trainer, Sprenger Martin, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen gehabt.
Und wie er mich auf der Piste gesehen hat, hat er mich umarmt und hat eine Freude gehabt. Und war schon ein schöner Moment da. Ja, weil man auch viele Emotionen zusammen gehabt hat. War ja damals auch ein Trainer bei dir. Also in unserer Gruppentrainer, wie du Olympiasieger warst, bis das erste Mal. Sprenger ist jetzt ein Franzosentrainer von dem her, gell? Ist ja Konkurrent jetzt sozusagen. Wird nichts mehr zusammengearbeitet. Also als keine Comeback-Gedanken oder hierzu beim ersten Rennen, ist das komplett angeschlossen, das Thema für dich? Also Rainer, was das so, bist du angekommen jetzt in der Skipension? Ich bin ja schon ein paar Jahre in der Pension. Aber ja, ich sehe mich gar nicht so in Pension. Ich sehe einfach mein Rennläuferleben als abgeschlossen an und ich freue mich jetzt auf neue Aufgaben. Nein, Pension ist jetzt das falsche Wort. Ja, dafür, ich weiß schon, wie es ist. Das Kapitel, von ein neues Kapitel genau. Einfach an. Genau so ist es. Und so möchte ich halt mich Schritt für Schritt wieder auf eine andere Art und Weise dort entwickeln. Ja. Ein paar Jahre kommen wir jetzt dann bald, nach Weihnachten. Da, wo du dann deinen Rücktritt bekannt gegeben hast, war ja für alle da Schockstarre in Österreich, mehr oder weniger. Ich habe dann einfach am Fernseher gesessen und gedacht, Alter, ist das ein Fake jetzt oder was? Aber ja, ich werde dir auch schon viel gefragt haben, aber nochmal, ist das an dem Tag echt dann für dich die Entscheidung gefallen oder wie war das jetzt echt? Ja, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Also ich war mir zwar am Vortag schon ziemlich sicher, dass ich es nächsten Tag lassen werde. Ja? Ja. Da warst du gekommen, oder? Da bist du ja nicht, oder was war da? Genau, da war ich nicht ganz fit. Ja. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, ich fahre nicht. Und dann ist bei mir irgendwie so, ich bin bis jetzt immer jedes Rennen gefahren. Ich habe, auch wenn ich einmal ein bisschen Fieber gehabt habe oder wenn ich ein bisschen krank war, mir hat das nie was gemacht, ich habe das immer volle Hitten durchgezogen. Und da war der Moment, wo ich in der Früh habe ich mir gedacht, nein, ich fühle mich heute nicht fit, ich will das Rennen nicht fahren. Und dann habe ich ein bisschen zum Nachdenken angefangen. Ja, aber ich bin eigentlich immer Rennen gefahren, wenn ich nicht fit war und so weiter und so fort. Dann habe ich gedacht, nein, wahrscheinlich ist das wirklich ein Zeichen, dass ich es einfach lassen soll. Und dass ich vielleicht nicht mehr so mit der letzten Motivation dabei bin beim Rennsport. Und ja, ich habe mir gedacht, so hat es eigentlich noch nie wer gemacht auf die Art und Weise, seinen Rücktritt verkündigt. Und ich habe das dann durchgezogen und ja, bin jetzt dann sozusagen Ski-Rennbesen-Instant auf der anderen Seite unterwegs. Ja. Aber wie war das dann auch vom Gefühl so, dass du denkst, jetzt ist genug, weil du das auch nachher nicht mehr so zutraust, dass du fahren kannst, wirst du dann wüsst auch, dass, weil du bist ja da höchst erfolgreich gewesen, dass du dann auch Angst gehabt, also dir denkst, hast, ich schaffe dann nicht mehr, dass ich richtig gewinne, weil die Saison hast du ja ganz, ich war ja okay bis dahin, bis da wieder so ins Fahren, also ins Fahren gekommen, war ja gut bis dahin. Die Saison war sensationell bis dorthin. Ich habe Podestplätze gefeiert, ich war ein paar Mal unter die Top 5. Ja. Und war da in beiden Disziplinen Super-G und Abfahrt voll dabei. Und ja, mir hat es dann einfach gereicht, was soll ich sagen. Geil. Was hast du dann? Also dann hast du aufgehört, bist heimgefahren. Wie war das dann, wenn du dann heimgekommen bist und dann war das echt so? Gewiss hat es auch gekommen, oder? Nein, meine Leute waren ja auch in Bormi unten. Ja. Fanclub, meine Eltern, mein Bruder. Meine Frau war zu Hause, die hat daheim schon ein bisschen vorbereitet gehabt, weil ich habe gleich einmal 15 Leute eingeladen gehabt oder was so grob für ein bisschen eine Abschlussfeier. Was also das hast du nachher gleich organisiert, also so ein bisschen schaut vorbei. Wir sind weggefahren und ich habe gleich meine Freunde angerufen und meine Kollegen und habe sie ihnen gleich gesagt, dass sie vorbeikommen können und eine fette oder und ein bisschen eine Feier gemacht. Und ja, dann war's. Was hast du denn da einmal? Einmal nichts. Da war ja eine Zeit lang war Ruhe, habe wirklich einmal nichts getan und dann habe ich schon langsam wieder ein bisschen zum Skifahren angefangen. Im Skiclub bin ich ja involviert, habe da ein bisschen zum Trainieren angefangen mit den jungen Burschen. Ja, cool. War dann auf Fissrennen auch unterwegs, auf der Gerlitz haben wir Fissrennen gehabt. Mhm. Und so ist es dann. Also auch auf die Spur, weil der Papa war ja auch höchst erfolgreich Vize-Olympiasieger geworden und war dann auch Trainer, oder? Da im Skiclub? Stimmt, genau. Ja. Mein Vater war im Skiclub-Trainer und da im Landesskiverband. Er hat damals, wo ich so 15, 16 Jahre alt war, war er eben der Trainer im Landesskiverband. Und er ist jetzt nach wie vor im Skiclub tätig. Und du mit ihm jetzt gemeinsam, seid zusammen jetzt da Trainer ein bisschen, wenn du Zeit genau, hast. Genau, ich helfe ihm ein bisschen, ja. Mhm. Also, die Hauptaufgabe macht nach wie vor er, aber ich helfe dort auch ein bisschen. Wir haben die Woche eben auch Fissrennen, Donnerstag, Freitag sind auf der Gerlitzen. Der Gerlitzen sind Fissrennen. War eine Klassiker, weil wir gehabt haben. Es gibt es auch selten wahrscheinlich in einem Skiclub, dass ein dreifacher Olympiasieger und ein Vize-Olympiasieger dann ein Skiclub-Trainer sind.
Wenn die Kinder schon mehr zuhören wahrscheinlich. Nein, es oder ist klar. Es ist eh, die Skiclub-Arbeit an sich ist ja keine leichte. Es ist ja schon, es ist ein schwerer Job, der Trainerjob, ja. Das muss man schon sagen. Man muss auch sehr viel tragen, es ist eine körperliche, anstrengende Arbeit. Und ja, im Skiclub, man kann auch nicht zu viele Kinder irgendwie haben. Es sind ein paar da, die wirklich sehr motiviert sind, die das wirklich durchziehen. Und ja, und das probieren wir da so gut wie möglich machen. Wenn wir jetzt auf das Olympia-Thema kommen, ich meine, in 8 Jahren 3-mal Gold zu gewinnen, ist ja da auch eine schräge Sache. Also, wie lange hast du gebraucht, dass du das kapiert hast, was du eigentlich erreicht hast in den 8 Jahren? Ja, ob man sowas jemals wirklich realisieren kann, ist eh schwierig zu sagen. Also wenn du jetzt an, das habe ich zuerst schon gesagt, wenn du in den Rennläufer-Tunnel ein bisschen drinnen bist und da wirklich probierst, bei jedem Rennen nur erfolgreich zu sein und speziell bei so Großereignissen erfolgreich zu sein, da schaust du nicht links und rechts. Da ziehst du dich links durch und probierst das Beste zu machen. Und jetzt fängt bei mir erst die Zeit an, wo ich mir ein bisschen umschauen anfange und ein bisschen erkennen anfange. Was du eigentlich auch geleistet hast. Kapierst du das jetzt auch erst mehr wahrscheinlich? Ja, das kommt wahrscheinlich. Oder denkst du oft, wenn du Kinder siehst im Skiclub, ich denke mir jetzt mal, wenn du zu jung siehst, irgendwo die was trainieren und hin und her und dann weißt du den Weg bis dahin und du bist ja selber den Weg angegangen, dann denkt man sich schon, boah, das ist schon ein paniger Weg, dass man es schafft. Gerade gestern habe ich zum Beispiel so ein Telefonat gehabt, da haben sie mich von ÖOC angerufen, sie brauchen unbedingt wen bei den Jugend Olympischen Spielen, die sind in Pyeongchang dort im Ende Jänner. Auf der Strecke, oder wo das war? Ja, genau. Ja. Und haben sie mich gefragt, ja, ob ich nicht kommen könnte. Also ein breiter Weg, was war denn da und hin und her? Ja, genau, aber sie brauchen mich ein paar Tage und so weiter. Da habe ich mir schon gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, wenn was du jetzt dann da eigentlich bewirkt hast und ja, wie das so läuft. Ich weiß nicht noch gut, jetzt bist du in Sochi, wir haben ja, weißt du das noch, vor Sochi sind wir in Oberjoch noch Europacup-Rennen gefahren, Riesentorlauf, weißt du das noch? Das war vor Sochi? Vor Sochi, ja. Wirklich war? Ja. Das war Europacup? Ja, Riesentorlauf. Und nachher bist du da rumgeflogen und wir waren jetzt in der Trainingsgruppe und hin und her und dann hast du das Gold da gewonnen und ich bin zum Riesentorlauf erst später gekommen. Und da war der Andi, unser Trainer, weißt du, das weiß ich noch so gut, da bin ich zu dir ins Zimmer im Olympischen Dorf, halt da rein in die Baracken halt, und bist du dran gewesen und hab gesagt, jetzt zeig her die Medaille, weißt du. Dann hast du das aus dem Schuh so rausgezogen, dann hast du mir es so gezeigt, dann hab ich gesagt, Alter, checkst du überhaupt, ich war ja viel älter schon, checkst du überhaupt, was du da getan hast, weißt du, und du, ja, weißt du, ganz so, wirst du halt, weil warst völlig tiefenentspannt eigentlich und so auf der, ja, so auf der, was hat er denn berückt, das ist halt eine Goldmedaille. Ja, es war in dem Moment da dort, ich war da so locker drauf. Mit 23 ich war so locker drauf, ich war so fokussiert und motiviert. Und irgendwie habe ich mich gefühlt, als wäre ich geführt worden da zu der Goldmedaille. Und ja, es war ein unglaubliches Gefühl. Und am Ende habe ich dann gesagt, ja, aber es geht weiter, weißt du. Und es war ein großer Schritt irgendwie für mich und schöne Aufgabe. Aber das Geile war eigentlich auch, weil ich es jetzt beim Herfahren da zu dir auch nochmal im Kopf gehabt, da hast du ja beim Training eigentlich auch schon Bock gehabt. Da bist du das letzte Abschlusstraining, bist du ja nur bis zur Hälfte gefahren. Stimmt, ja. Da bist du schon mal irgendein Trainingsbestzeit gefahren, glaube ich, und bist nur bis zur Hälfte gefahren und bist durch den Zaun raus und direkt ins Olympische Dorf, hast du dich alle in Ruhe lassen. Genau, ich bin nicht zu den Journalisten runtergefahren. Ja, ja, ja. Dass ich dem Medientrubel entgehe sozusagen und mich auf mich fokussieren kann und auf das Rennen nächsten Tag. Und das hat da auch gut funktioniert. Ja. Und der Super-G war ja dann eigentlich auch, wenn du da nicht ausgefallen warst, wahrscheinlich, hättest du da wahrscheinlich, warst du da schon Doppel-Olympiasieger geworden. Ja, ich glaube schon, glaubst du nicht? Hat die Wahrheit. Ja, ja, eh. Man glaubt noch nicht drei Goldmedaillen. Ja. Du, wie war das dann auch? Der Papa, wie wir schon gesagt haben, Vize-Olympiasieger in Calgary, gell? 1988, oder? Ja, genau. Weiß, genau. War das dann für dich immer schon Olympia dann durch deinen Papa auch das Größte für dich, was du aber erreichen wolltest? Ich glaube, es war sicherlich das, dass der Papa da die Olympiamedaille schon gehabt hat. Das hat sich als Kind schon in mich gefestigt. Gell? Und deswegen war es dann wahrscheinlich so ein großes Ziel, da teilnehmen zu dürfen und dort auch so erfolgreich zu sein.
Also ja doch, viele Leute, Athleten probieren irgendwie Olympia und schaffen es bei Olympia nicht und sonst, aber oft. Und dann war ja dann die Saison dann bis 2014 dann, Gott sei Dank hast du das Weltcup-Finale dann noch gewonnen, dass du das Weltcup-Rennen dann auch gewonnen hast, gell, weil du hast ja das erste Stimmt. Rennen gewonnen und gleich Olympiasieger. Stimmt, genau. Dann so auf die Art, ja, wann gewinnen wir ein normales Rennen, ist ja, eigentlich schräg, du ja. kriegst Gold und kriegst gleich den nächsten Druck. Ja, aber normales Weltcup-Rennen hat auch noch nicht gewonnen, so auf die Art. Na, das weiß ich nicht, da warst du frei so erleichtert nachher. Aber jetzt, wenn wir nochmal auf das kommen, Kugel war ja auch, ich meine, du bist immer auf jeder Liste gestanden für Weltcup-Kugel in Abfahrt und Super-G und das heißt, ist da immer verwehrt geblieben eigentlich. Ich war schon ein paar Mal Zweiter und Dritter in der Gesamtwertung, aber letzten Endes hat es für die Weltcup-Kristallkugel dann nie gereicht. Ja, ich will nicht sagen, dass es schade ist oder es hätte noch zu meiner Karriere dazugehört. Was der ich mag dem wirklich nicht nachtrauern, das ist sicherlich nicht richtig. Ich habe so viele schöne Momente feiern dürfen und ja, alles kann man nicht haben. Wenn wir jetzt wieder zum Aktuellen, da jetzt auch in Gröden oder als alter Partie, weil wir es da angeschaut haben, wahrscheinlich in Riesendorf, wie sagst du das jetzt auch mit den Topi-Rennen, was jetzt überall so gemacht werden? Also auch mit Kitzbühel und Wengen, schieben sie halt auch Rennen ein, aber auch in Gröden zweimal Abfahrt, findest du das gut oder findest du das schlecht? Ja, grundsätzlich finde ich es gut, dass Rennen gefahren werden. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ich bin zum Beispiel in Kitzbühel immer gern den Super-G gefahren. Der hat mir eigentlich immer voll lässige Tage. Gibt es auch immer so als Vor-Event, vor der großen Hahnenkamm-Abfahrt gesehen, sozusagen. Also ein bisschen als Warm-up, ja, genau. Und jetzt werden halt einfach zwei Abfahrten gefahren. Jetzt wird die Hauptabfahrt sozusagen ein bisschen entwertet. Finde ich. Ja, und das finde ich schade. Und wenn man sich jetzt anschaut, natürlich ist es jetzt ein Nachtragsrennen da dabei in Gröden gewesen mit der zusätzlichen Abfahrt. Aber der zweite Riesentallauf in Alta Badia, da macht es das Ganze für die Athleten extrem anstrengend. Gell? Marco Schwarz, Marco Hodermatt, das von fünf Rennen hintereinander, wenn man sich das überlegt. Und trotzdem sind sie im Riesen auch die Besten gewesen. Das ist unfassbare Leistung. Das ist wirklich eine unfassbare Leistung. Ja. Und ich glaube, dass man, wenn man einmal ein Zusatzrennen macht, weil das abgesagt ist oder das nicht stattfindet, dann ist ja kein Problem. Dann wird das eingeschoben und dann wird das gemacht. Aber wenn man es von vornherein schon so plant, dass man dort zwei Rennen macht, wie in Kitzbühel, zwei Abfahrten macht, wie gesagt, dann entwertet man ein bisschen das Hauptrennen. Irgendwann gehen dann die Gondeln dann aus, wenn es jetzt ja zwei Sieger gibt. Nachher, das ist das Nächste. Dann müssen es die alten Arbeit haben, aber das ist das war schade. Was da jetzt generell, wenn du jetzt sagst, du, die FIS fragt dich, was jetzt für Ideen für den Skiweltcup, oder was sind deine Ideen? Wie siehst du für die Zukunft den Skisport? Grundsätzlich ist es die letzten Jahre eigentlich relativ gut gelaufen. Also wenn ich jetzt über den Speed-Bereich rede, zum Beispiel der Weltcup-Auftakt in Lake Louis im Speed-Bereich hat immer super eingepasst und die Reise nach Biogeschichte, das war immer flüssige Geschichten, das hat wirklich gut gepasst und diesen Grundplan, der da war, würde ich eigentlich nichts ändern. Die Saison an sich ist ja relativ kurz. Also die Rennsaison, wenn man denkt, wir können von Ende November so richtig gut Rennen fahren in Europa, dann haben wir im Dezember, in Jänner, im Februar und Mitte März ist das Ganze wieder vorbei. Da haben wir 5,5 Monate oder 5 Monate, sagen wir mal, wo man fahren kann. Und auf das sollte man sich wirklich fokussieren. Vielleicht auch nicht zu viel umdiskutieren zwischen, ja, das sollte man machen und das sollte man machen und das sollte man machen. Das bringt ja auch nicht wirklich, das bringt uns ja auch nicht weiter. Wir haben da wirklich nur ein paar Wochenenden zur Verfügung. Das sollte man wirklich ausnutzen. Und ja, wie gesagt, der Grundplan, den wir da gehabt haben, den habe ich eigentlich am besten gefunden. Und findest du es auch gut, dass jetzt, sagen wir mal, wir reden auf einen Weltcup. Aber das soll ja auf der ganzen Welt stattfinden. Ich glaube, dass es grundsätzlich schwierig wird. Ja. Also ich glaube, dass es ist eine Idee, die da ist, aber ich glaube, dass die relativ schwierig zum Umsetzen ist, die Idee, weil wir haben ja jetzt der Winter ist ja nicht ganz jährlich, nicht der Winter ist ja geteilt. Ja, es gibt schon, im Winter gibt es aber überall. Irgendwann. Dann müssen wir halt auf der anderen Seite vom Planeten fliegen, dass wir dort im Winter haben. Nicht? Natürlich ist er da, aber die Skigebiete dort in Santiago de Chile in der Gegend, die sind ja sehr hoch gelegen, die sind auch
wenig für das vorbereitet, für so ein Weltcup-Event an sich. Ich weiß es nicht, wie der Skisport jetzt in Chile zum Beispiel ankommt bei den Leuten. Ich glaube nicht, dass da so Euphorie ist für den Skisport wie in Europa oder wie speziell in Österreich. Von dem her ist es relativ umsonst wahrscheinlich dort ein Weltcup-Rennen zu veranstalten. Ich glaube, wir sollten uns auf das fokussieren, was wir haben. Also so lassen eigentlich die Kultur, nicht wo wir sind, so bleiben. Also dass die Rennen da sind, wo sie sind, ja, da wird es gelebt. Es wird eh noch außen hin weitergetragen, wenn ich denke, Olympische Spiele in China, in Korea, in Russland, wo sie waren. Nicht. Es wird sowieso weitergetragen. Und man kann da jetzt, man darf da nichts überstürzen. Es muss alles so Schritt für Schritt ein bisschen passieren, damit man das weiterentwickeln kann, damit man es größer machen kann. Vielleicht ist es eines Tages so weit, dass man irgendwo auf der Südhalbkugel einmal ein Weltcuprennen fahren. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber man darf das nicht überstürzen und da wirklich einfallen in das Ganze und sagen, jetzt das machen wir, sondern man muss es Schritt für Schritt wirklich weiterentwickeln. Und wie siehst du es auch so, dass die Kinder sagen, ich möchte Skifahrer werden. Früher war das ja da für uns noch anders, da hat es Skifahren und Fußball gegeben, ich möchte Skifahrer werden und jetzt gibt es ja da mehr Möglichkeiten für die Kinder. Wie würdest du das wünschen, dass der Skisport da präsentiert wird im Fernsehen oder medial oder das Produkt Skifahren, ist ja doch voll geil, aber im Fernsehen, wenn du jetzt mit MotoGP vergleichst, Skifahren ist ähnlich spektakulär, finde ich, wie MotoGP, aber es kommt nicht so rum. Dass du das auch wünschen, dass das alles, ich meine, mit den Drohnen und so, wird alles cooler, jetzt coolere Bilder, aber dass das auch besser präsentiert gehört für die Leute vor dem Fernseher? Also mir kommt vor, dass der Skisport da schon für das, was er hat und was er kann, eigentlich sehr gut drüber kommt. Also es ist nicht so, dass es jetzt so ein schlechtes Produkt ist, das ist es auf keinen Fall. Aber natürlich ist es jetzt, ich vergleiche es nicht gern mit der Formel 1 oder mit der MotoGP, aber da kann der Skisport rein von seiner Reichweite her, wir sind im Alpenraum hauptsächlich unterwegs, das geht sich schwierig aus. Es ist Skifahren schon auch für einen jungen Skifahrer eine große Aufgabe, das muss man ganz einfach sagen. Und ja, jetzt allgemein zu deiner Frage, was du jetzt gefragt hast, wie ich das so sieht, wie es im Fernsehen ist, muss ich da auch sagen, also ich mag es so, wie es ist, mir gefällt das auch so. Ich glaube, es sind auch die Fernsehstationen schon voll dahinter, dass das wirklich besser gemacht wird, dass es immer moderner gemacht wird und dass da auch die Arbeit, dass die nicht schlecht ist. Jetzt du als 33-jähriger Matthias in 15 Jahren jüngeren Matthias, was würdest du denn jetzt raten? Oder was hättest du anders gemacht, wenn du nochmal zurückschaust auf deine Karriere? Hättest du überhaupt was anders gemacht, sagst du, das hat alles gepasst? Oder was hättest du jetzt für einen Tipp, wenn du jetzt so jung warst? Ich würde so einen Tipp geben, dass man sich wirklich auf seinen Weg verlassen soll, dass man nicht probiert, mit der Brechstange irgendwie umzufuchsen oder was, sondern dass man zufrieden ist und dass man mit einer Freude das Ganze angeht. Das darfst du jetzt einen jungen Athleten wünschen. Was darfst du für die, was darfst du jetzt für die sagen, was darfst du anders, wenn du jetzt nochmal am Start warst? Ganz früher? Ganz früher ist es mir eben oft passiert, dass ich, wie gesagt, dass ich umgestanden bin und ich wollte alles zerreißen. Und da wollte ich einfach zu viel und ich war nicht klar im Kopf sozusagen. Und man muss sich das Ganze Schritt für Schritt aneignen oder man kann es, man darf es. Und das ist, finde ich, am Ende immer noch der beste Weg. Hast du dann eigentlich auch, also weil du sagst, das muss man sich aneignen, das nicht mit der Brechstange, hast du das dann selber irgendwie geschafft, den Weg? Dass das zu dir so, was der das bei dir war es dann mehr oder weniger, oder hast du also wie viel Mentaltrainer überhaupt gehabt, oder hast du das alles selber irgendwie hingekriegt, dass du den Weg gefunden hast? Wir sind eine gläubige Familie, wir sind katholisch und wir sind immer in die Kirche gegangen und ich habe halt gern gebetet. Und da war der Jesus schon immer so ein bisschen eine Kraftquelle für mich. Und ich glaube, das spielt schon auch irgendwie eine wichtige Rolle und war mir auch immer ein sehr wichtiger Punkt. Ja, wenn man jetzt man sieht es ja bei deinem Logo auf der Jacke, Heim-WM steht vor der Tür 2025, bist Botschafter für Solbach 2025, wie ist es zu dem gekommen?
Eigentlich mit dem Thema, wo der Marco Pfeiffer zu mir gekommen ist und gesagt hat, tu ein bisschen was für den Skiverband. Dann sind wir mit dem Gerard Christian ins Reden gekommen, was machen wir, wie können wir das gut nach außen auch präsentieren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, mach ein bisschen Werbung für uns, hilf uns mit und sei da mit dabei. Und ja, so ist das. Salbach hat ja auch gelegen, gell? Also bei den Rennen bist du fast oft gewonnen, hat er. Salbach bin ich immer gern gefahren, mhm. Hat mir immer voll getaugt. Es ist eine anstrengende Abfahrt. Mhm. Und natürlich habe ich auch einen Doppelsieg feiern können 2015. Und ja, jetzt darf ich ein bisschen Werbung machen für die Salbach. Wie ist das für einen, wir haben 2013 selber ja Heim-WM mitgemacht in Schladming, aber für einen Abfahrer, also Weltmeisterschaft, Abfahrt daheim, ist schon nochmal eine andere Nummer, oder? Also, oder wie siehst du das? Ist auf jeden Fall eine andere Nummer, ja. Das wird sicherlich ein Top-Event. Und ja, ich glaube, mein Ziel ist, oder unser Ziel ist, dass wir die Athleten so gut wie möglich auf das vorbereiten und das Beste geben. Trainiert wird auch viel in Salbach eigentlich, seit das klar ist, dass da die WM ist. Gell? Ist ja Salbach auch so ein Trainingszentrum auch für den USV. Also habt ihr auch schon ein paar Mal trainiert drinnen oder kommt das jetzt dann? Oder weil Finale ist ja auch heuer in Salbach. Was ich so gehört habe, ist geplant, dass Anfang Jänner einmal trainiert wird dort, also vor der Wengenwoche. Es kommt dann natürlich ein bisschen auf die Wetterverhältnisse und auf den Schnee drauf an, aber es schaut einmal sehr gut aus. Dann sind in Salbach noch Europacup-Rennen die Wochen drauf und da bin ich dann wieder mit dabei. Und natürlich ist dann auch das Weltcup-Finale im März. Ja. Jetzt bist du dann, also Weihnachten steht ja vor dir, mehr oder weniger. Wie verbringst du Weihnachten heuer? Weihnachten, ja, wir gehen gerne in die Kirche und setzen uns dann zusammen, tun ein bisschen essen und ja, das ist es Weihnachten. Ganz ruhig? Ganz ruhig. War das immer schon so oder ist es heuer nochmal extra mehr zum Annehmen das Weihnachten, weil da war dann du früher und gleich ein paar mehr für dich immer? Ja, das schon heuer mehr anders, das stimmt, oder? Das ist heuer schon ein bisschen mehr Zeit, es ist ein bisschen ja, mehr Ruhe da, wobei ich fahre heuer trotzdem wieder am 25. Abend nach Bormio. Ja, der Zyklus bleibt der gleiche. Bleibt das gleiche. Aber du kannst ein bisschen mehr essen. Von dem her, oder? Mehr Keks. Du Mottl, ja, wir kommen schon wieder zum Schluss, leider, von unserem Podcast. Und schon mal lang geredet. Ja, geht aber schnell, gell? Ja. Wenn man redet, dann geht es schon. Wenn man gute Themen hat, geht es schon. Bevor wir fertig sind, haben wir einen Aussischmeißer. Kennst du das? Ich schmeiß jetzt nicht aus aus deinem Fanclub-Haus, aber was Aussischmeißer ist, jeder erzählt uns eigentlich, oder hat uns bis jetzt jeder eine witzige Geschichte erzählt von sich, irgendwas Peinliches, was Witziges, was jetzt so die Leute vielleicht noch nicht von dir wissen. Irgendwas, was da mal vorbei, was da mal passiert ist, irgendwo beim im normalen Leben oder beim Skifahren, ganz egal. Da muss man jetzt was einfallen, oder wie? Ja, irgendeine Geschichte von dir, irgendwas Witziges. Oh, ich bin ja bei solchen Sachen, hänge ich wieder so auf der Leitung, muss ich wieder. Oder beim Feiern. Eigentlich viele Athleten haben uns vom Feiern erzählt, oder Matt und so. Ja, Feiern. Wenn du denkst, bei meiner ersten olympischen Medaille, Goldmedaille, wo ich dort oben ohne auf der Decke gefeiert habe, nur die Medaille umgehängt habe, das war schon ein bisschen ein Fauxpas, das Ganze. Ja, aber genauso gehört es. Ja. Ja, war cool. Also an alle Zuhörer auf Spotify, schaut euch auch das Video an zu dem coolen Podcast. Wir sind da echt in einem coolen Fanclubhaus von Matthias. Sehr, sehr viele coole Bilder. Und schaut euch so nicht nachhören. Ja, Matthias, an dich vielen Dank. Alles Gute auf deine weiteren Aufgaben und wir sehen uns sicher am Pistenrand. Ebenfalls, danke. Dankeschön.